Einige Jahre nach dem Dritten Krieg vermutete Marschall Windsor ein großes Übel in Stormwind. Wo andere Chaos sahen, sah er Verrat im korrupten Handeln des Adels und im Aufstieg der Bruderschaft der Defias. Durch seine Beharrlichkeit enthüllte er eine Verschwörung bis in die heiligen Hallen Burg Sturmwind selbst. Aber das wisst ihr bereits. An jenem Tag konfrontierte er Sturmwinds mächtigste Adlige, Lady Catrana Prestor. Ihrer Lügen beraubt, zeigte sie ihre wahre Form. Onyxia, Todesschwinges Tochter. Windsor gab sein Leben, um Sturmwind aus Onyxias Kontrolle zu befreien. Nach ihrer Flucht entdeckten wir das verfluchte Amulett, das so viele manipuliert hatte. Trotz der Sorge, dass nach wie vor Onyxias Macht darin schlummern könnte, blieb es in eurem Besitz. Bis jetzt.